Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Viktor Orbán sagte in einem Interview im Kossuth-Radio am Freitag, dass die neue Wirtschaftspolitik im Jahr 2025 fantastische Ergebnisse erzielen könnte. Er fügte hinzu, dass am 7. November in Budapest der Gipfel der westlichen Welt stattfinden wird, bei dem die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft im Mittelpunkt stehen wird. Ungarn ist ein engagierter Befürworter der EU-Integration von Bosnien und Herzegowina, da dies den Frieden und die Entwicklung dieses für die Stabilität des Westbalkans wichtigen Landes erheblich fördern könnte, erklärte Außenwirtschafts- und Außenminister Péter Szijjártó am Freitag in Budapest. Ministerpräsident Viktor Orbán wird am 28. und 29. Oktober einen offiziellen Besuch in Georgien abstatten. Der georgische Ministerpräsident hat seinen ungarischen Amtskollegen eingeladen und die ungarische Delegation wird auch den Außenwirtschafts- und Außenminister, den Wirtschaftsminister und den Finanzminister umfassen. Es werden bilaterale und Plenargespräche stattfinden. Am Wochenende gab es in zwei Hotels Brände. In Budapest im 5. Bezirk verursachte ein Holzofen starken Rauch, was zu einer vorübergehenden Evakuierung der Gäste führte. In Hévíz mussten in der Nacht zum Sonntag 388 Menschen das Hotel verlassen, weil das Aufzugspanel im Keller in Brand geraten war. Es gab keine Verletzten in beiden Fällen. Ab Samstag bis zum nächsten Sonntag verstärkt das Budapester Verkehrsunternehmen die Fahrten und setzt zusätzliche Linien ein, um die Friedhöfe besser erreichbar zu machen. Angesichts des Verkehrs und der Parkprobleme rund um die Friedhöfe wird den Besuchern empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Nach einem der erfolgreichsten Sommer aller Zeiten mit 2,2 Millionen Passagieren und einem fast 20-prozentigen Anstieg der Passagierzahlen beendet Bahrt die 178. Schifffahrtssaison am 23. Oktober. Bis Ende des Jahres könnte der Rekord von 1,4 Millionen Passagieren aus dem Jahr 2023 übertroffen werden. Ab dem 27. Oktober wird das Winterflugprogramm des Flughafens Budapest um 9 neue Strecken erweitert. Gran Canaria und Bilbao in Spanien, Toulouse in Frankreich, Genua und Salerno in Italien sowie Marrakesch, Memmingen und Warschau. Auch die Anzahl der Flüge nach Paris wird erhöht. Der Lumina Park ist wieder eröffnet und entführt die Besucher dieses Mal in die Welt von Märchen und Filmen auf dem beleuchteten Palatinusstrand. Beim märchenhaften Filmfestival werden bis März unter anderem der kleine Maulwurf, Mickey Maus und Bud Spencer zu sehen sein. Die Lichtinstallation ist täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 21 Uhr bis zum 2. März geöffnet. Das Madame Tussauds Budapest veranstaltet am 30. und 31. Oktober erneut das beliebte Halloween-Special nach dem Museum. An diesem Abend bevölkern die gruseligsten Figuren die Räume des Panoptikums und es kann jederzeit etwas Unheimliches passieren. Ein keltischer Feuerkampf, Kostümwettbewerbe, Bastelarbeiten und Märchenerzählen erwarten die Familien beim Samhain oder keltischen Halloween-Programm am 31. Oktober im BTM Aquincum Museum. Die Besucher erhalten Einblicke in die Lebensweise der Kelten, die einst auf dem Gebiet des heutigen Budapest lebten. Mit ungarischen Weinen, Gänsegerichten, Bastelarbeiten und Märchen sowie Konzerten für Kinder lädt das Skansen in Szentendre am 9. und 10. November zum St. Martins Neuweinfest und Gänsemarkt ein. Die Stiftung für Tierschutz und unsere gemeinsame Sache veranstaltet erstmals die Tierschutztheke O Kaufen für Tiere, vom 14. bis 20. November. Unternehmen, die an der Kampagne teilnehmen, spenden einen Teil ihrer Einnahmen aus ausgewählten Produkten oder Dienstleistungen an den Tierschutz. Auf Einladung der Nikolauswerkstatt wird der finnische Weihnachtsmann Joulupukki auch dieses Jahr nach Ungarn kommen. Er wird 13 Tage lang das Land bereisen, um die ungarischen Kinder persönlich zu treffen und ihnen Geschenke zu überreichen. Das Wetter in Ungarn. Am Montagnachmittag werden Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad erwartet, mit Sonnenschein und minimaler Bewölkung. Am Dienstagmorgen bildet sich wieder vielerorts Nebel und tagsüber wird es überwiegend stark bewölkt sein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 22 Grad. Der Wechselkurs liegt heute bei 404 Forint für einen Euro Mittelkurs.
Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.